Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 24 von This War of Mine. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen Beute mitgebracht, mussten aber zum Schluss ja schnellstens da weg. Das haben wir hingekriegt. Mal gucken, dass wir jetzt da irgendwie was hinkriegen, dass wir, ne? Paul auf der Suche nach Vorräten. Marin hat einige Waren vom Hilfsgütercontainer mit. Oh, 5 Fleisch, 5-mal Kaffee, 7-mal Wasser, das ist natürlich super. Katja geht es viel besser, wir sind ja das auf der Auge. Okay, besser kann es ja eigentlich gar nicht sein, oder? Hungrig, leicht verletzt. Okay, dann geht der erstmal schlafen. Und wir haben hier jemanden, was sagt der da? Waren wir im Restaurant, die Gäste schritten sich beim Armessen, ich bedeutete noch nur schwere Kämpfe nicht wirklich. Noch plötzlich kam es mir, das war die Vorstellung vor Pogo rein. Meine Stadt lebt mein Freund, ich weiß nicht, was ich da mache. Bushaltestelle, wunderbar. Was ist hier? Nix, ne? Hungrig, verletzt, erholt sich. Haben wir denn noch was zum Verbinden? Nein, da haben wir nur Medikamente. Leicht krank, leicht verletzt, müde, hungrig. Leicht krank, sehr müde. Okay. Dann wird er jetzt mal nach da unten gehen. Er ist müde. Und Bruno geht kochen. Da sieht's natürlich nicht schlecht aus, ne, mit dem Kochen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gut. Zwei Mahlzeiten können wir auf jeden Fall machen. Und dann können wir sogar 4 machen, weil wir jetzt genug Gemüse hatten. Aber Gemüse ist noch nicht hier wieder drin. Maren, tja. So, hungrig, verletzt, dann geht sie essen. In der Zeit geht er schlafen. Gut. Er ist auch hungrig, der kann auch dahin gehen. Wie ist mit Bruno? Ist auch hungrig. Bruno geht auch was essen. Und danach kann Bruno die Falle leer machen. Maren schläft jetzt und Pavel geht da hoch. Nee, wieso geht der da hoch? Der sollte doch schlafen, oder? Naja, ist jetzt auch egal. Bruno macht wieder was in die Falle rein. Das wäre Fleisch und das wäre Dünger. Fleisch machen wir aber. Ja, herstellen. Und danach kann er Wasser machen. So, Maren ist sehr müde, der muss noch weiter fertig werden. Er kann essen. Ist traurig. Den stellen wir her. Dann geht er schon mal nach da und sie ist hungrig und isst auch was. Aber Pavel ist der, der bei uns plündern geht. Das heißt, er geht erstmal dahin. Und Katja kann sich nicht verbinden, geht an die Werkbank. Wir müssten hier erstmal gucken, dass wir das hinkriegen, aber ich glaube, wir fehlt uns Dünger, ne? So, das wollen wir machen. Da brauchen wir... Das können wir sogar machen, oder wie sehe ich das? Ja, dann machen wir das doch, oder? So, was brauchen wir jetzt hier? Ich dachte... Nee, da. Was wollte ich denn jetzt machen? Sag mal. Ein Bett, ein Stuhl? Nö, das ist alles nicht, was wir brauchen. Ja, die Tür, die wäre natürlich super wichtig. Dafür brauchen wir noch 2 Elektroden. Das geht nicht mehr, oder wie sehe ich das? Wasser können wir genug herstellen. Ach so, wir wollten hier was irgendwo bauen. Das haben wir ja gebaut. Mixer brauchen wir, das war's. Aber den müssen wir upgraden wahrscheinlich. Ich glaube, da können wir hier jetzt nichts machen. Der Ofen, haben wir schon einen Ofen? Weiß ich jetzt gar nicht.
Sie kann auf jeden Fall den nächsten Filter setzen. Die beiden unten schlafen noch. Wie weit ist er? Er ist noch sehr müde. Er ist müde. Wir haben keinen Filter mehr. Okay. Ah, super. Das hat wieder gut geklappt. Sie sollte das machen. Bruno. Geht dahin. Dann machen wir noch einen Filter. Sobald er fertig ist, geht Bruno da dran und macht das. Und sie geht schon mal runter, damit sie gleich schlafen kann. So, verletzt. Bruno hat das mit dem Dingens geschafft. Tabletten? Nee. Gehen wir runter. Oder wir gucken erstmal hier gerade, was das Updaten macht. Ah, gut, da brauchen wir auch noch zwei Teile. Das wären dann vier Teile. Vortreffliche Metallwerkstatt wäre das. Und dann können wir noch da unten mal gucken, was da ist. So, verletzt. Ist müde. Ist müde. Ja, er geht weg. Sie geht dahin. Er guckt sich das nochmal an. Da können wir nichts von machen. Da fehlen Kräuter. Ja. Gut, was wird das Upgraden kosten? Auch das gleiche wie das andere eben. Oh, also unbedingt Elektroteile. Bruno ist auch noch müde, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Leicht verletzt, erholt sich. Das heißt, er geht raus und er geht rein. Aber die Zeit ist gleich schon um. Er ist unser Handwerker. Wie sieht's denn sonst so aus? 11 Grad, wir brauchen noch einen Ofen. Ich glaube, wir haben noch keinen, oder? Was haben wir zweimal? Wir müssen noch einen Ofen bauen. Den können wir sogar noch bauen. Na, dann stellen wir den doch her, oder? Den würde ich mal sagen, stellen wir hier hin. Den Ofen haben wir noch nicht, ne, oder? Nee. Und die Tür müssen wir auch noch wegen fertig kriegen, wegen Elektrik müssen wir da haben, ne? So, da kommt die Nacht. Gut, Katja ist ausgeschlafen, leicht krank, leicht verletzt und müde. Und müde. Pavel muss plündern gehen, das steht fest. Dann muss Katja doch tatsächlich mal die Wache machen, auch wenn sie verletzt ist. Weil ich brauche zwei Leute, die jetzt ausgeschlafen sind. Gut. Und dann ist hier jetzt nichts Neues, oder? Und da kommen wir überall nicht hin. Das bombardiert, die bombardierte Schule waren wir letztes Mal. Da waren noch sehr viele Sachen über. Essen? Ja, Gemüse bräuchten wir jetzt, ne? Was mit der Baustelle? Ich glaube, wir gehen zur Baustelle. Weil von Pogoren hätte werden sollen. Da sind Scharfschützen drauf. Ja, Baustelle. Große Menge Lebensmittel. Medikamente. Ja, ich glaube, das könnten wir mal machen. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir da brauchen. Ich denke mal, bombardiert oder sowas hört sich das nicht so an. Also das zum Öffnen. Was haben wir sonst noch? Bräuchten wir eine Axt? Nee, ich glaube nicht. Jetzt lassen wir gerade Bambe an. Da waren wir ja auch schon, aber da sind erst 19%.
Fangen wir dann bei der Schule. Erst 3% erreicht, okay. Nee, dann machen wir das so. So. Nehme ich die Axt mit oder nicht? Aber da dürfte nichts stehen, weil es eine Baustelle ist eigentlich, oder? Ah, wir gehen da mal so hin. Schon 9 Tage her, ich weiß nicht mehr, wie es da war. Kriegen wir aber hin, denke ich. Okay. Hier war nichts, ne? Ne. Es leuchtet da hinten? Keine Ahnung, ne? Okay, da kann man durch. Da kann man hin. Machen wir schneller. Oh, das ist natürlich cool, ne? Die brauchen wir. Ich glaube, hier ist keiner mehr sonst. Nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Okay, da sind Gitterstäbe, da kommen wir also nicht weiter. Das heißt, wir brauchen definitiv eine Säge. Und da sind Bauteile. Super. Kriegen wir so nicht auf. Das brauchen wir eine Säge. Da kommen wir nicht hin. Da sind aber noch ganz viele Sachen. Das heißt, wir müssen unbedingt eine Säge haben und dann wiederkommen. Ich habe jetzt nicht gesehen, was er gesagt hat, aber schade. Hier geht's nicht rüber, dann müssen wir erst hoch. So, hier ist nix, ne, oder? Ne. Gehen wir hoch. Da ist schon wieder was. Da ist auch was. Holz. Ich nehme mal erst alles. Dann gehen wir noch dahin. Ist hier irgendwo einer? Ich sehe keinen. Noch mehr. So, das können wir nicht mehr nehmen. Holz und Patronen. Ich lass mal Holz da, nehme mal die Patronen erst. So, dann müssen wir da lang, wenn es denn geht. Sieht aber nicht unbedingt so aus, dass man da lang gehen kann. Ich weiß nicht, wie man dorthin gelangt. Okay, dann gehen wir höher. Ich glaube, da können wir schneller laufen. Da außen ist wieder was. Und da sind ganz viele Sachen wieder. Okay, das ist Holz. Er ist sich nicht sicher, wie man da hinkommt. Ach, hier sind Holzbretter, deswegen kann man da rüberlaufen. Da ist eine Tür, da kann man durchgucken. Gucken wir mal durch, ob da irgendwo bei dem Feuer jemand sitzt. Könnte ja auch noch sein, ne? Nicht wirklich. Okay, da ist nichts zu holen. Okay, da sind dann Türen. Warum wir eigentlich schon nicht mehr durchlinsen, so laut wie wir waren, ne? Na, dann gehen wir da mal runter. Da ist auch irgendwas anderes, aber nur noch die Tür. Was haben wir da? Schießpulver. Den Rest kriegen wir hier schon mal nicht mit. Patronen noch mit. Okay. Das heißt, wir haben hier noch... Ich glaube, wir machen noch Holz weg und nehmen das mit.
Warte mal. Komme ich auch nach oben? Sieht so aus. Oh, hier sind ganz viele Sachen, ne? Okay. Die Kräuter. Was lassen wir dafür da? Gute Frage. Ich nehme die Kräuter mit. Da können wir nämlich Medikamente von machen, ne? Oh. Die Kräuter sind gerade durchgefallen, weil unsere Farm ist noch nicht fertig. Und wenn wir das alles mitnehmen, dann sind wir auf einer ganz anderen Seite mit dem Essen. Und puh, das ist reichlich. Das nehmen wir auch noch mit. Gut, das müssen wir später weiter angucken. Wir gehen erstmal weiter gucken. Und Tabletten. War einer krank, ne? Ich lasse das mal da. Und nehme das mal mit. Obwohl, das weiß ich noch nicht, ob wir das mitnehmen. Wir gehen erstmal weiter gucken. Da ist niemand. Können wir aber aufmachen. Zeit wird knapper, da müssen wir auch noch dran arbeiten, ne? Hier ist keiner, oder? Okay, dann müssen wir da hochgehen. Kommen wir aber nicht durch. Ja, doch, kommen wir doch durch. Was ist da los? Sieht noch nichts aus. Komme ich da hoch? Ja, da. Ja, da kann man tatsächlich bis nach ganz oben, oder was? Ist da oben irgendwer? Wohl nicht. Über das Fass geht's noch, okay. Ja, ich sollte zurückkehren, dann mach Gas. Ich habe auch nirgendwo eingesehen, dass hier jemand ist. Okay, Pavel kommt später, ist aber nicht schlimm. Ich denke, das wird auch so schaffen. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.